Und Susi, du fängst einfach an, deine Arbeit zu machen, die ganzen Seitengänge. Der Rudi ist auch mit Kandare-Unterlegtrense gezäumt. Genau, schön die Wechsel von einem Seitengang in den nächsten. Jawohl, auf die Hand wechselt. Dann geht sie gleich wieder in eine Rambert, schätze ich mal. Jawohl. Gut, locker sitzen. Jawohl, sehr gut. Ja, jetzt ist auch ein bisschen deutlicher von der Biegung, das ist gut. Auch ein Haflinger hat das Recht auf feine Hilfen und gutes Reiten. Also man muss sich einfach nur die Mühe geben und das Pferd korrekt trainieren. Und dann, Sie werden sehen, kann man auch mit dem Haflinger wirklich ganz schöne Erfolge haben und ein ganz lockeres und geschmeidiges Pferd erhalten. Genau. Der Rudi macht auch die ganzen Seitengänge inzwischen im Trab. Jawohl. Wichtig ist, dass Sie so ein Pferd, was dann auch sehr ausgeprägte Ganaschen hat und einen meist etwas schwierigen Übergang Hals-Kopf, natürlich nicht eng reiten oder überzäumen, sondern lieber diese Pferde, genau wie die Norweger zum Beispiel, etwas offen lassen, die Nase lieber ein bisschen vorne vor der Senkrechten. Und auch bei ihm kommt es jetzt darauf an, wie bei allen anderen Pferden auch, dass er losgelassen ist, locker läuft, dass sie mit leichtester Hand und feiner Schenkelhilfe den Rudi dirigieren kann. Gut. Ja, nicht schneller und jetzt ein bisschen äußere Schenkel, gut, gut. Das haben wir sehr gern, so wie Sie jetzt gerade hören, dass er kaut. Dieses Klirren der Gebisse, hieß es früher, war das schönste Geräusch in einer Reitbahn, wenn die Pferde wirklich mit dem Unterkiefer locker sind, kaut und dann mit dem Gebiss spielen, das hat man sehr gern. Rudi. Jetzt, Susi, machen wir ein bisschen Trab, Piaffe, Trab, oder? Auf geht's. Du fängst an. Und Trab. Gut, Susi, gut. Schaffen wir es noch einmal? Mitatmen. Und Trab. Gut. Und jetzt machst du mal ein bisschen Innengalopp, Außengalopp, aus dem Trab. Jawohl. Bleib gut sitzen. Gut. Sehr schön. Und der Rudi schafft sogar, aus dem Trab außen anzugaloppieren. Sehr schön. Ja. Und jetzt, Susi, wechselst die Hand. Jawohl. Und auf der rechten Hand machen wir wieder ein bisschen Trab, Piaffe, Trab. Warum machen wir das denn vor dem Galopp? Weil der Galopp ist schwierig für den Rudi, da kommt er ein bisschen auf die Vorhand. Also helfen wir ihm und schließen ihn ein bisschen vor dem Galopp durch die Piaffe. Und Trab. So, dann wird er ein bisschen aktiv, muss sich mehr setzen und dann haben wir automatisch einen besseren Galopp. Mach nochmal bitte. Und Trab. Jawohl. Und dann machst du Galopp. So ist es, dass die Piaffe nicht nur für das Pferd und für seinen Körper gut ist, sondern auch für die anderen Gangarten oder für die nächste Lektion. Kann die Piaffe das Pferd optimal vorbereiten. Jawohl. Gut. Und dann machst du hier auch einmal Außengalopp. Gut, Susi. Und dann magst du nochmal innen und wechselst nachher dann die Hand. Und nachdem der Rudi die Piaffe ganz gut verstanden hat, haben wir natürlich auch angefangen, den zu passagieren. Rudi hat immer ein bisschen Probleme mit dem Einstieg. Gut, und jetzt nach vorne lassen.
Sie sehen, auch der Haflinger kann Passagier. Es ist nichts Artifizielles, wo man ein ganz teures Dressurpferd braucht, sondern es ist eine ganz natürliche Bewegung, die jetzt hier auch sehr schön und korrekt gezeigt wurde.